Bist du schon? Ja. Frau Mark, insgesamt die CDU im Bund laut den aktuellen Prognosen -8%. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Gut, es hätte deutlich besser werden können. Wir haben natürlich vor allem deswegen auch ein schlechteres Ergebnis, weil wir zwei Parteien mehr im Bundestag haben. Aber wir haben vor allem unser Wahlziel erreicht. Wir sind stärkste Partei geworden. Gegen uns kann man nicht regieren. Und was mir besonders wehtut, ist das Ergebnis der AfD auf Bundesebene. Und da bin ich jetzt in meinem Wahlkreis schon sehr froh, soweit man jetzt da schon eine Bewertung abgeben kann, nachdem die Hälfte der Stimmen ausgezählt ist, dass die AfD deutlich schwächer ist als auf Bundesebene. Und da bedanke ich mich bei allen Stuttgarterinnen und Stuttgartern, dass das so ist. Wie haben Sie reagiert, als Sie zum ersten Mal diesen Balken bei der AfD nach oben schnellen gesehen haben? Entsetzt. Schlicht entsetzt. Also da kann ich nichts anderes dazu sagen. Kommen wir nochmal zum Direktduell bei Ihnen jetzt bei der Erststimme. Da sieht es bisher eigentlich ganz gut aus für Sie. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie am Ende auch ganz vorne landen? Ich bin schon zuversichtlich. Ich habe im Moment einen deutlichen Vorsprung vor meinen Mitbewerbern und gehe davon aus, dass es den Abend auch hält. Vielen Dank. Gerne. Danke.